herzlich willkommen, neues Video heute. Heute gibt es mal so richtig Action, zumindest hoffentlich. Und zwar, ihr seht hinter mir Paul mit seinem GTR. Wir sind in Rothenburg-Wümmer auf dem Flugplatz. Paul darf hier heute ein paar Tests machen und das Auto wird die ersten Meter fahren. Ich bin gespannt. Ich glaube, das wird richtig krank. René freut sich auch schon, hat er auf dem Hinweg gesagt, weil kennt er auch so noch nicht. Ich jetzt auch nicht von der Leistung her und bin auch wirklich mal gespannt, wie das Auto fährt. Paul ist schon ein bisschen am Vorbereiten. Wir gehen mal gucken, was er so macht. So schnell sieht man sich wieder, Paul. Sag mal hallo. Moin. Paul ist schon in seinen Vorbereitungen hier. Was hast du so grob vor heute? Teste den Start und ob der Burnout-Modus richtig funktioniert. Warst du noch Achsvermessung heute noch gemacht? Ja, ja. Das war alles gemacht heute. Man muss dazu sagen, wir waren wirklich, wie lange ist es her? 72 Stunden waren, vor 72 Stunden waren wir noch bei dir so ungefähr, ne? Ja. Und jetzt gibt es dann doch relativ spontan wieder die Action hinterher, ne? Ja. Geil. Ja, Video ist ja mega angekommen. Feiern die Leute total den Humor, ne? Ja, habe ich auch gesehen. Freut mich sehr. Das ist auf jeden Fall eine geile Nummer. Ist ja auch ein geiler Umbau, ne? Ist halt einfach so, ne? Dass das schon wirklich so langsam die Endstufe ist und da... Ich dachte, das ist crazy. Nicht mehr viel kommen würde. Ja, crazy. Nächstes Mal machen wir ein Trinkspiel. Wenn wir nach bei uns eintrinken, lassen wir das Video bei uns auf dem Fernseher nochmal laufen. Und jedes Mal, wenn ich crazy sage, trinken wir erstmal. Ja. Okay, das heißt, du willst heute so ein paar Systeme testen. Heißt, genau. Start testen, Burnout testen. Genau, und die Schirme. Weil ich jetzt ja zwei Schirme habe. Ob die auslösen und so weiter. Genau. Okay, aber so abstimmungsmäßig irgendwas willst du gar nichts machen? Nein, das ist eigentlich, wir nehmen jetzt die Leistung komplett runter, weil es hat gar keinen Sinn auf der Strecke hier. Ne? Hier wird auch immer Viertelmeile gefahren eigentlich. Ne? Hier wurde immer Viertelmeile gefahren. Das ist ja, jetzt gibt es ja nicht mehr wie in dem neuen Bürgermeister hier. Ja. Da hat das nicht so gerne irgendwie. Und aus Erfahrung, wie war die Strecke so? War? Ja, man hat hier sehr, sehr viel Spaß gehabt. Also wirklich jahrelang, jedes Jahr immer wieder. Ich sag mal, für die ganz, ganz schnellen Autos, also mit dem Auto würde ich hier nicht starten, weil ich glaube, das von der Länge die Alcas leben, ich glaube sogar noch kürzer. Also, und den Alcas leben, ich schon mit 280 durch die 290 gefahren, da stand man schon immer auf dem Rasen hin. Also das war schon immer so, also daher. Geil. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Das heißt, leistungsmäßig komplett wegnehmen, Dosendruck, oder? Ja, Dosendruck, 1,5 Bar, weil das war ja auch schon weit über 1000 PS. Ich wollte gerade sagen, sind immer noch über 1000. Ja, ja. Gespannt. So, wir lassen Paul mal erstmal machen, kann dann Ruhe noch ein bisschen vorbereiten. Und wir werden hören, wenn es losgeht. Also wir lassen Paul erstmal so ein bisschen in Ruhe, der ist jetzt natürlich ein bisschen aufgeregt. Alles hinbekommen und so weiter. Plan ist allerdings, er hat so ein paar Sachen neu programmiert in Bezug auf Burnout-Modus. Er will so ein paar Sachen in der Software ändern, wenn er sein Vorstart, also den Burnout quasi macht, um die Reifenbahn zu bekommen. Das will er einmal testen und danach will er auf jeden Fall nochmal einen Start hinlegen und ganz am Ende will er seinen Doppelfallschirm testen. Das wird auf jeden Fall krass. Richtig.
wir jetzt Unterschied zwischen 1 und 2, also zwischen dem ersten Start und dem zweiten Start. Das war ja nur ein reiner Burnout eben. Wir programmieren jetzt noch ein paar Sachen jetzt dafür und dann wird gleich, denke ich, mal mehr gefallen. Die Kurbelwellengehäuseentlüftung, die hinten in dem Kofferraum jetzt ist, da dampft es auch schon so ganz leicht raus. Ja, wir müssen mal kurz unterbrechen, die Polizei ist da. So, es ist langsam kalt hier geworden, wir haben eine Kapuzische auf. Es gibt noch so ein paar Probleme mit ein paar Sensoren. Paul ist noch am Machen. Jetzt gucken wir, ob wir im Sonnenuntergang noch einen Start wenigstens sehen. Und nicht wundern, Paul will die Fallschirme testen. Also wenn es auf einmal macht, dann macht es die Fallschirme. Ich kann auf jeden Fall so viel schon mal sagen. Die Akustik, die wird natürlich über das Mikrofon nicht ansatzweise rüberkommen. René ist schon leicht taub auf einem Ohr, weil das ist wirklich abnormal. Kann man sich so gar nicht vorstellen, wenn man es sich selber mal gehört hat. Ist das dein PDC, was da so piept? Ja.
So, die Tests gehen dem Ende zu. Paul musste noch ein bisschen an der Elektrik fummeln. Gab es irgendwie ein bisschen Probleme mit dem GPS-Antenne und ein paar Sensoren. Hat er aber alles gefixt bekommen und wie er jetzt gerade im letzten Lauf gesehen hat, hat er jetzt gerade noch mal ein bisschen länger drauf gestanden und hat die Fallschirme mal aufgerissen. Ne? Ihr erinnert euch, vorher hatte er nur einen Fallschirm, dieses Jahr hat er zwei Fallschirme und das wollte er unbedingt auf, ich sag jetzt mal, freier Wildbahn noch einmal testen, bevor es dann zum Event geht. Ja, läuft soweit alles. Paul ist zufrieden. Mal gucken, ob wir ihn gleich nochmal erwischen. Der ist natürlich ein bisschen angespannt heute, weil, wie ihr seht, ist es mittlerweile dunkel und wir hatten nicht ganz so viel Zeit, um genau zu sagen 2 Stunden. Und ich denke aber, das Ding läuft auf jeden Fall gut, klingt brachial. Das war natürlich eben immer noch minimalste Leistung, die er fahren kann, also irgendwas um die 1500 oder so. Mal gucken, was er gleich sagt. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall aufs erste Event mit der Kiste. So, und schon ist es wieder dunkel. Ja. Ging die 2 Stunden doch schnell rum, ne? Ja, sehr schnell, ja. Und läuft alles, klappt alles, funktioniert alles, so wie oft? Ja, wir haben einen Leichtzündaussetzer. Da können sein, dass ein Zündkerzen liegt, weil ich habe die extra drin gelassen, weil ich habe so andere Kerzen, so NGK Racing Kerzen drin. Ich wollte einfach mal testen, einfach drin lassen, gucken, wie lange die Kerzen sind. Auch die ersten Kerzen vom ersten Start, vom Einfahren, vom Mappen, von allem. Können also Zündkerzen einfach nicht wollen. Hinter sich, ja. Hinter sich, vielleicht mal rausnehmen. Ja. Aber ansonsten sind Dosendruck gefahren. Trotz Dosendruck und den Zündaussetzer sind wir schon 2800, 200 gefahren. Dafür, dass Paul eigentlich ja nicht nur bis 150 Gas geben wollte, sind es dann doch eben gerade auf jeden Fall wieder 250 oder so geworden. Ne? Wo du den Fallschirm gezogen hast am Ende? Ja, also, keine Ahnung. Ja. Hat sich irgendwie schnell angehört. Fallschirm passt auch alles. Das funktioniert, ja. Das Beste ist die Farbe der Fallschirm. In dezentem Pink. Das passt alles, ja, super. Okay, das heißt jetzt nur ein bisschen gucken, ein bisschen Wartung. Ein bisschen Wartung, genau. Vielleicht schneide ich nochmal auf den Prüfstand auf und gucken wegen dem Zündaussetzer, ob das dann weg ist. Ja. Nochmal gucken, weil das ist der Prüfstand perfekt ja dafür. Du hast auf dem Prüfstand ja auch nur unter richtig Volllast gefahren und eigentlich gar nicht so Dosendruck. Ne? Wobei Dosendruck habt ihr bestimmt auch am Anfang gemacht. Dosendruck haben wir auch am Anfang gemacht, ja, genau. Ja. Aber ich denke mal, das sind Zündkerzen. Und auch wahrscheinlich auch von Kaltstart hier, Kaltstart da, ne? Auto rangieren, rauffahren, runterfahren. Können Sie natürlich das Zündkabel auch durchsehen, aber bei der Zündleistung. Kann jederzeit. Die kleinsten Fehler machen sich sofort bemerkbar. Und sonst so, merkst du vom Gewicht irgendwas, dass das Auto jetzt so leicht geworden ist? Es fährt gut. Ich muss sagen, dass mit dem riesengroßen Reifen, ich habe noch nie mit dem Auto, trotz dass wir hier im Endeffekt nur zum Testen gefahren sind mit Dosen, also die kleinste Leistung, die wir fahren konnten, das Auto noch nie so losgefahren ist. Also das war das. Also Traktion, also beziehungsweise das Losfahren ist gut. Das Losfahren ist gut, ja. Richtig gut, ja. Und das, obwohl die auch gerade erst eingeburnt wurden hier, ne? Ja. Die hinteren. Ja, das funktioniert auch. Ja, das lässt doch auf jeden Fall auf Gutes hoffen für die Saison. Ja, es sind ja nicht viele Events, wo ich dieses Jahr fahre, aber. Was steht auf dem Zettel als erstes Santa Pod? Santa Pod, genau. Also ich werde eigentlich nur Strecken nehmen, die geklebt sind, also die präpariert sind. Ansonsten hat das mit dem Auto gar keinen Sinn mehr. Ja. Und obwohl. Finsterwalde werde ich auf jeden Fall testen. Also Test and Tune einfach mal hinfahren, weil das ist die Location, also wenn wir ganzen Jungs, das ist immer wieder cool. Man hört aber auch richtig krass diese Traktionskontrolle, wie die so am Arbeiten ist. Genau, und so weiter, ne? Traktionskontrolle zwischendurch und zwischendurch halt dieser Fehler. Die Aussetzer ganz gleich. Ja. Ja, krass. Ja, wir sind alle begeistert, hat Spaß gemacht, danke, dass wir dabei sein konnten. Santa Pod klappt hier leider nicht, aber beim nächsten Event sind wir wieder mit. Alles klar. Aufladen. Ciao. Ciao.